Hallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde hier auf Skybounce. Ich befinde mich hier momentan auf der Insel von Elite Brine 19967 und ihr seht, hier ist irgendwas sehr Riesiges gebaut. Das ist das Burgtor, beziehungsweise wird es werden. Hier wird gerade eine kleine Erdfläche gebaut, das werde ich bitte noch mit Holz ersetzen, dass das hier Zugbrücke ist. Das ist das, was wir heute gebaut haben. Hier ist so ein kleines Easter Egg mit so einem Typen da, beziehungsweise ein Armor Stand, der dort steht. Hier oben wird dann diese Burgmauer sein, wo man nach unten schaut. Boah, man kann von hier ganz den Spawn sehen. Muss ich erstmal laden lassen. So. Oh, sieht man gar nicht, okay. Und wir haben heute ein kleines Opening geplant, so als Begrüßungsopening, dass man ein paar Sachen bekommt. Ich persönlich habe einen Mystic Timber, eine Buried Treasure, zwei Ancient Runes, ein Legendary Relict, eine Warzone Crate und eine Enchanting Crate. Das ist jetzt nicht so viel, aber wir hoffen, dass wir trotzdem was Gutes rausbekommen. Und dabei möchte ich mich erstmal noch herzlich bei XXLeon123, hieß das glaube ich, bedanken, denn der hat mir auf Robots ein paar Sachen geschenkt, aus denen wir dann einen Orb of Dimensions bekommen haben, sodass wir hier Sachen rüber transformieren konnten überhaupt, denn wir hatten bis dahin gar keinen. Wir haben auch immer noch Sachen auf dem, also, ja. Ich meine, also auf dem neuen Robot, nicht auf dem Beta-Robot. So, und deswegen, ja, wir haben jetzt hier unsere Sachen aufgeteilt, die anderen haben auch noch was. Ich gebe hier das Signal, das heißt, wir beginnen. Erst beginnt Johnny hier mit seinem Opening, dass man was zu schauen hat. Mal sehen, was rauskommt. Okay, er hat 3 Runen. Und goldene Äpfel. Und hat er gerade ein Legendary Relic? Ach nee, doch. Hä, er hat ein Legendary Relic aus einer Axiom Room bekommen. Lustig. Mal sehen, da kann dann was Gutes rauskommen. Bottle of Item XP, das ist ganz cool. So, jetzt die Ossi-Box. Da kommt jetzt was Gutes raus. Das weiß ich. Komm. Oh. Ein Iron Ossi-Seed. Ah, ich muss sagen, ich fand die Animation vorher cooler, wo sie das so gedreht hat. Ist sie getroppt? Okay. Gut. Dann fehlt jetzt. Ich glaube, er hat noch irgendwas. So. So, hat glaube ich irgendwas Gutes bekommen, ich weiß aber nicht was, ich denke mal eine Buried Treasure. Jetzt beginne ich erstmal, ich mache bei mir eine Buried Treasure, ach erstmal, so ein paar coole Features nutzen vom Savage Run. So und jetzt, komm, irgendwas Geiles, irgendwas Cooles, irgendwas bitte. Was ist denn, Soulstone? Oh was, nein. Oh komm schon. Das ist den hier ernst? Ah, hier, da kommt was Gutes. Ey! Ich will doch zuschauen. Ja, hier, komm, bloß weil ich nicht dabei war. Oh, das ist doch mal ein cooles Opening. So, da kam raus. Diamond Block Spawner Level 3. Das ist cool. Oh. Oh. Das. Ach nee, ich dachte, das war eine Buried Treasure und dachte, da kam jetzt ein Level 1er Diamond Spawner raus. Hey, man kann in die Kiste reingucken, kann man da was reinlegen? Cool. Hey, wurde mein Steak jetzt gelöscht? So, als nächstes mache ich mal kurz das Resource Packs für die Mystic Timbers, nicht? Okay, hab ich das schon gelöscht. Wo ist das denn hin? Ist das das oder? Das müsste es sein. Ups. Resource Packs, da wo steht. Inkompatibel. Warte, was ist das hier? TST.zip. Ja, möchte ich verwenden. Fertig. Nö, das ist nicht. Hey.
Egal, ich probiere es jetzt mal ohne Texture Pack. Das schaffe ich schon. Oh, es ist spannender. So, dann öffne ich mal. Start the game. Okay, ach du Gott, das sieht ja irgendwie alles gleich aus. So, das passt doch zusammen. Dann das hier. Das hier. Das da. Und das da taucht. Warum geht das nicht? Ey, Leute, was soll denn das? Hey! Ihr habt mich aus meinem Mystic Timber rausgeschmissen. Danke dafür. Okay. War zum Glück nicht schwierig zu erfahren. Hey, warum hab ich eigentlich keinen Immortal Storm bekommen? Oh. Das ist gut. Öffne ich mal meine Rune. Mal sehen, da kommt jetzt bestimmt irgendwas Gutes raus. Ja, geht so. Oh, eins. Ich will aufsammeln. Und ein Name Fragment Crate. So, jetzt kommt aus dem Relikt kommt was Gutes raus, wenn ich schon so viel Pech hatte, dass ich einfach aus dem Mystic Timber rausgeschmissen werde. 10 Monster Eggs, 10 Creeper Eggs, das ist noch das Bessere. Dann jetzt hier. Enchanting Crates, Konfetti 1, Shatter 5, das geht ja noch. Fire Resistance 3, das ist eklig. So, Warzone Crates. Da kommt jetzt was Gutes, gell? Hier Mining World Passes. Ah, schade. Willy. Ach komm schon. Wieso habe ich denn bitte schon viel Pech beim Öffnen? Was Gutes, komm. Nein! Was? Das darf nicht wahr sein. Also, ich habe noch nie so oft so knapp immer das Schlechtere bekommen. Ist das gut? Nein, ist auch nicht gut. Ach komm schon. So, dann mache ich hier noch die Name Fragment Crate auf. Ich wette, die Name Fragments sind besser als alles andere zusammen. Ich meine, ich habe nur Schrott bekommen. Habe ich irgendwas Gutes bekommen? Nee. Okay, dann war es das jetzt von diesem wunderschönen kleinen Opening. Die Folge wurde jetzt ein wenig kürzer, dafür war die gestern länger. Ich werde hier noch ein wenig weiterbauen, dass wir hier so eine Burgmauer oben schon haben und das Tor und hier die Burgmauer weiterziehen können. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.